Hallo Leute, hier einmal die Story von Enter the Gungeon, weil ich habe sie euch noch nie gezeigt. In der ganzen Galaxis wird eine Legende erzählt. Auf einem fernen Planeten stand eine düstere Festung. Bis eine tödliche Kraft den Himmel durchschlug und auf die Burg niederging. Der Ort wurde verwüstet, doch in seiner Asche ruht ein Artefakt von unglaublicher Macht. Eine Waffe, die Vergangenheit abschließen kann. Abschießen kann, nicht abschließen, Entschuldigung. Im Laufe der Zeit wurde die Festung wiederhergestellt. Und manche riskierten alles für die Chance, die Waffe abzufeuern. Um sie zu finden und Vergangenes ungeschehen zu machen, ist Folgendes nötig. Enter the Gungeon. So, Intro hatten wir nämlich noch nicht und ich dachte, wir machen das beim nächsten Mal. Ich dachte, die Strafgefangene ist nochmal eine gute Alternative, mit der wir ja nochmal spielen könnten. Das ist wieder der erste Run des Tages, deswegen weiß ich nicht, wie gut das Ganze ausfallen wird, aber wir gucken doch einfach mal. Ich weiß, dass die Strafgefangene ziemlich cool ist mit ihren Molotow-Cocktails. Ich mag das Leertasten-Item sehr. Es gibt natürlich aber auch bessere Leertasten-Items. Und Gott sei Dank bringen die sich gleich erstmal selbst um. Das sind die Besten. Die besten Gegner überhaupt. Yay! Interessanter Raum. Ein Schlüssel für Rüstung und Herz und wenn ich noch einen Schlüssel finde, sogar noch eine Kiste. Okay. Hühchen, stirb! Oh nein! Oh, das ist ein Kleeblatt gewesen. Oh, du bist ja süß. Ich mag es auch, wenn wir relativ viel Geld bekommen am Anfang. Au! Und ich mag, dass die Strafgefangene so einen Boost kriegt. So ein. Ich mache euch fertig, Boost. Und ich hoffe auch momentan, dass ich vielleicht endlich mal wieder schaffe, regelmäßig Videos zu machen. Ich weiß, in letzter Zeit kommt nicht regelmäßig was und ich bewundere alle Leute, die bis jetzt meine Videos weitergeschaut haben oder weiterhin mich abonniert haben. Aber momentan ist nicht so eine einfache Zeit für mich und ich versuche gerade hier so ein bisschen, ja, keine Ahnung, Schadensbegrenzung zu machen, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Muss ich euch alles mal erzählen, wer mein Stream guckt oder geguckt hat, weiß vielleicht ein bisschen, was abgeht, aber natürlich auch nicht zu viel. Yes. Alles ein bisschen kompliziert momentan. Yes. Ich hoffe, wir finden Geheimraum. Oh, okay, ist ein. Oh, das wollte ich nicht. Wollte das aufmachen eigentlich. Tischtechnikergeld, leicht verdiente Kohle. Oh, ich glaube. Ja. Leicht verdientes Geld war einfach nur, wir müssen die Tische umstoßen. Ich habe ja noch nicht so oft gespielt. Aber es gibt auf jeden Fall Geld. Ich sag mal, 25 ein Schlüssel. Und hier ist er. Ha, okay. Überlege ich mir, liebe Leute. Überlege ich mir. Ja, mal zurück. Schauen, was wir hier so haben. Mehr Geld. Danke. Hier ist der Boss. Okay. Wahrscheinlich hole ich eher den Schlüssel und gehe da unten nochmal rein. War nur, weil es möglich ist. Ist auch ein bisschen doof gewesen, das aufzumachen, ne? Ich weiß auch nicht so richtig. Manchmal
Ja, genau. Spreng dich halt selbst in die Luft. Auch nicht schlecht. Ich finde cool, dass sie sich automatisch umkippen. Das ist so geil. Aber cool, wenn wir dann für jedes eine Münze kriegen würden oder so. Wow. Okay. Blopsi. Blopsi, stirb bitte. Was macht der eigentlich für eine Spur? Was macht die? Macht die einfach nur Schaden oder? Ich hab keine Ahnung. Oh. Aber die Ebene ist riesig. Oh, ein Herz. Cool. Das habe ich sogar gebraucht. Das Spiel ist halt so ein bisschen, ich weiß auch nicht, manchmal mag es einen, manchmal nicht. Habe ich so das Gefühl. Cool, wenn wir den ersten Boss ohne Schaden schaffen würden, vielleicht, oder so. Weil ich glaube, dann kriegt man extra Herz oder irgend sowas war da. Ich habe ja noch nicht so viel zu Enter the Gungeon geguckt. Es gibt bestimmt Leute, die streamen das tagtäglich und ich könnte viel mehr wissen. Wow. Aber mich interessiert es halt einfach nicht, weil ich auch viele Sachen alleine rausfinden will. Das ist ja immer das Schöne an solchen Spielen. Wo man halt echt gar keine Ahnung hat. Und sich überraschen lassen kann. Ich nehme jetzt trotzdem mal den Schlüssel. Lieber Shopkeeper. Dann gehe ich da unten zu dieser Truhe nochmal. Würde sagen, das ist so die beste Option. Oh, okay. Raketenwerfer. Ich glaube, den kann man sich auch angucken. Feuert raketengetriebene Granaten ab, die über eine kurze Distanz beschleunigen. Ja, oh, das ist ja klar. Dann gehen wir zum Boss. So, tada. Und ich nehme an, wir nutzen das auch gleich. Ich nehme an, das ist, ja, eher. Dachte ich mir schon. Dachte ich mir schon. Ich denke, wir machen relativ viel Schaden damit, aber wir schauen einfach mal. Ich glaube, man kann das auch irgendwie abbrechen. Ich weiß leider nur gerade nicht wie. Ich glaube eh. Oh, keine Ahnung. Ich will erstmal, dass er das Gebüsch freilegt, vielleicht. Okay, wir machen gut Schaden. Schießen halt nur nicht schnell, ne? Aber wir könnten es mit etwas Glück. Au. Nicht ohne Schaden schaffen, okay. Oh Mann! Er brennt kurz. Au, zweimal getroffen. Jetzt. Wuhu! Es hätte so gut laufen können, aber es ist ein bisschen komisch, wenn man langsam schießt. Ich weiß auch nicht. Okay. Gut. Und weiter geht's in die nächste Ebene. Und wir schauen doch einfach mal, ob wir vielleicht jetzt ein bisschen mehr Glück haben. So. Eigentlich ja Gungeon. Oh, die Waffe mag ich. Wow. Irgendwo ist einer, der bufft. Ah, Mann. Okay, jetzt fängt's an. Jetzt werde ich nervös. So. Shit hier. Hätte besser laufen können. Wow, so viel Leben verloren. Ich muss mir abgewöhnen. Ich muss erst die schießen vielleicht. Was ist das? Wir nehmen das einfach mal. Pakt mit dem Teufel. Die Schatten werden dunkler. Ist das irgendwas, was ich mir angucken kann? Die Schatten werden dunkler? Nee, irgendwie nicht. Okay. Oh Mann. Oh nein, du. Woo!
Okay. Gut. Ging relativ schmackig. Was ist da unten? Was ist das für ein Gesicht? Ich glaube, ich weiß, was die machen. Meine Güte, ich glaube, du gehörst in Behandlung. Auf jeden Fall. Okay. Jetzt stell dich bitte mal hier hin. Hättest du das Glas nicht auch einfach aufmachen können? Wir vollbringen Wunder. Okay. Ich würde sagen, die Operation war ein Bombenerfolg. Oh. Oh Mann. Au. Ah, einfach so ein Dingens, wo mich halt trifft. Und ich denke mir so, nein. Ah, schrecklich. Okay. Wir hoffen einfach mal, es wird besser und besser. Ah, okay. Ja, von da aus ging es weiter. In drei verschiedene Richtungen. Da gehen wir natürlich lang. So. Bestimmt ein Achievement dafür, wie viele Tische man umkippt oder so, weil da unten gerade was aufgeblinkt ist, als ich den Tisch umge... umgeschossen habe, umgeschleudert habe, keine Ahnung. Umgeworfen. Noch so eine Kiste. Kann ich auch eine grüne haben vielleicht? Oh Mann. Ja gut, wir nehmen das einfach mal. Oh, okay. Die sieht gut aus. Winchester-Gewehr. Knarren und Teufel. Was? Nochmal. Knarren und Teufelei. Halbautomatisch. Das Winchester-Gewehr wird von... Während seines ersten Abenteuers mit einer grauen Maus sehr effektiv voll eingesetzt. Es ist inzwischen etwas in die Jahre gekommen, aber trotzdem noch sehr gefährlich. Ja, probieren wir doch mal. Kann ich mich nochmal heilen lassen? Das wäre voll episch. Hat kein, also keine schnelle Schussrate. Aber reicht ja. So dumm. Ich finde auch diese Mechanik, dass man über die Abgründe kommt, cool. Wow! Ah, ich werde noch sterben, weil ich so doof gerade bin. Naja. Nachladen! Aber sie macht schon... gut Schaden, würde ich sagen. Jetzt wäre ich fast in den Abgrund gelaufen. Oh, Munition. Nehmen wir, würde ich mal sagen, für dich mit. Liegen lassen ist ja hier nicht in dem Spiel. Mehr Money für mich. Mehr Money. Und der Boss. Könnten den Boss probieren. Ich würde aber gerne den Shop vorher finden. Einfach nur, weil wir massig Geld haben. Und es sich bestimmt lohnt, für 148 irgendwas zu kaufen. Oh, guck mal, wir könnten das mitnehmen. Megaduscher. Was ist das? Schneeballkanone. Schlüssel. Hier ist eine Zelle. Und ihr? Oh nein, ist beim Boss. Ach, nö. Shit, ich muss den Boss schaffen. Schneeballkanone. Weiß nicht, was das Zahnrad macht. Ich mach mal. Ziehen und durchladen, gelle. Kann immer noch was kaufen. 46.
aktives Nachladen. Okay. Ich gehe nochmal zu den Frauen und guck mal, ob die mich nochmal heilen können. Nee. Also was sagt sie? Sie hat's neu ausgegangen. Ja, shit. Shittity shit shit. Da unten ist noch auf jeden Fall eine Truhe. Könnte man sich ja noch holen. Dann weiß ich noch nicht, mit was ich kämpfe. Mal gucken. Was ist das? Zielfernrohr, genaueres Zielen. Ich muss kurz gucken, bitte. Zielfernrohr. Standard Zielfernrohr. Dass die Treffgenauigkeit erhöht, ermöglicht aktives Nachladen. Okay. Diese Waffe wurde an dem einen Tag gebaut, an dem es in ganz schön mal schneite. Neue Geschosslinge hatte diese Kanone schon dabei, als sie erschien und deckte alles mit ihrem pudrig weißen Projektilen ein. Ein paar Zähne gingen an dem Tag ebenfalls verloren. Okay. Ah, wie cool. Okay. Oder war hier nicht auch dieser Altarraum? Der war da, oder? Ich muss mal kurz was gucken, weil ich habe gehört, in diesen Altarräumen, die es da gibt, würde man angeblich so ein Schild, den man dabei haben, ablegen können. Wenn das stimmt, ich hätte gerade so ein Schild. Ich wüsste gerne, ob das wirklich geht. Da irgendwas passiert. Nee, nichts tun. Nee, dann stimmt das schon mal nicht. Okay. Oh. Dann gehen wir doch mal jetzt hier lang. Zum Boss. Und hoffen. Ach du Kacke. Ja. Hi. Medusa. Shit, die hasse ich. Die ist echt scheiße. Au. So, Flawless ist schon mal nicht. Aber ah, fuck. Auf jeden Fall auf Abstand bleiben. Du blöde Kuh, du spawnst ja das, was ich haben möchte. Ich weiß noch nicht, wie das aktiv Nachladen funktionieren soll. Was ist okay? Ah, okay, bei ihr funktioniert das schon mal nicht. Oh, Gott sei Dank. Das heißt, ich kriege einen Schlüssel. Oh mein Gott. Zum Glück. Okay. Die nehmen wir mit. Was haben wir hier für eine Waffe? Jetzt ziemlich viel benutzt wieder. Könnten das Winchester-Gewehr. Geh natürlich zu der Zelle, befreien erstmal die gar nicht gruselig aussehende Dame hier. Du hast mich befreit. Warum? Weil es Spaß macht? Keine Ahnung. Wieso nicht? Ja, diese Leute. So, weiter geht's. Ich glaube, so weit war ich noch nie, oder? Fragen über Fragen. War ich schon mal so weit? Wahrscheinlich nur privat, aber das war's dann aber auch schon. Schwarzpulvermine. Yes. Und ein halbes Herz. Spiel ist auf meiner Seite. Wuhu. Ich mache das sogar in zwei Parts oder so. Ich weiß noch nicht, wie das aktive Nachladen funktioniert. Ich muss das gleich mal mehr angucken noch.
Au. Oh, bin ich doof. Ich muss das mal probieren. Ah, okay, ich muss da auf diesen Strich dann. Yes. Ja, das habe ich am meisten benutzt. So doof es sich auch anhört. Oh, ja, Shop. Was haben wir hier? Kleiner Bomber. Nichts wirklich Gutes. Egal. Geh mal wieder hier zurück. Nur noch ein Herz. Ah! Ah nee, ich muss da runter. Hier mit meiner riesen Knarre. Oh Mann. Kannst du? Ich dachte schon, es stirbt nie. Das Problem ist, ich nutze halt nie R zum Nachladen. Wow. Ich habe schon gedacht, das geht nicht. Dann hätte ich nur noch ein halbes Herz gehabt. Fuck! Und für das andere will ich die Schneeballkanone nehmen. Weil ich weiß, dass der sich entzündet. Genau, das wollte ich nämlich sagen. Irgendwas war mit dem nicht so koscher, aber wir sterben eh gleich. Eigentlich ist die Schneeballkanone gar nicht so schlecht, eigentlich wegen dieser Erfrierung halt. Ist sie schon ziemlich praktisch. Wow. Ich glaube, man kann sogar durch die durchrollen. Ah, fuck! Shit! Mist, aber wir haben NPC freigeschaltet und den gucken wir uns jetzt noch in der Bresche an, falls er in der Bresche auf uns wartet. Würfelbouillon. Bouillon. Zurück zur Bresche. Dann gucken wir doch gleich mal. Und dann gucken wir nochmal mit ihr umher. Den habe ich schon gefunden, das weiß ich. Oh, was bietet der da an? Ration M16 Clustermine. Okay. Ich will halt nach und nach wirklich die ganzen Sachen freischalten. Jetzt gucke ich hier einfach mal rum, ob die hier irgendwo sitzt. Da ist dieser Spieletyp, den ich letztens getroffen habe. Hm. Die? Das ist noch zu. Vielleicht ist sie hier im Shop mit? Keine Ahnung. Hey, Grüße. Ist nur der. Okay, kann ich mir hier irgendwas noch kaufen? Nee. Brauche ich noch was. Okay. Gut, dann nicht. Okay, dann danke ich euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Enter the Gungeon. Bis dahin, ciao!